Es geht weiter bei WWE 13. Heute das dritte Match in der Storyline rund um Triple H und Shawn Michaels, rund um die Generation X. Was steht heute an? Triple H tritt an gegen Dude Love, eins der vielen Gimmicks von Mick Foley. Datum 20. September 1997. Die Show One Night Only an einem Pay-Per-View, also das ganze Match in Birmingham in England. Folgendes Szenario steht uns bevor. Triple H und Dude Love würden die European Pay-Per-View mit einem One-on-One-Match eröffnen. Die tiefe Rivalität der beiden Konkurrenten lässt sich auf Helmsley Sieg gegen Dude Loves Alter Ego Mankind im King of the Ring Finale von 1997 zurückverfolgen. Viele Fragen über Helmsleys Beziehung zu Shawn Michaels und was wohl seine Absichten bei Michaels Titelkampf später an diesem Abend sein würden, blieben offen. Aber Helmsley wusste, dass er den Fokus auf das bevorstehende Match legen sollte. Ja, wir sehen also hier schon mal den Hintergrund dieses Matches. Triple H hat Mankind im King of the Ring Finale besiegt, weswegen es zu dieser Storyline gekommen ist. Dude Love gegen Triple H. September 97, weiterhin Monday Night Raw weit vor Monday Night Raw, was Ratings angeht. So, folgende Matchziele: Gewinne das Match und die historischen Bonusziele sind: Führe einen Pedigree und einen Pin innerhalb von 10 Sekunden aus. Okay. So. One-Night-Only-Pay-Per-View live, Birmingham City, Triple H's Einzug, haben wir schon gesehen, Dude Love's noch nicht, den gucken wir uns jetzt mal hier gemeinsam an. Ach, der Typ hat's schon irgendwie drauf. Jede seiner Gimmicks hatte irgendwie was. Ja, eine lebende Legende, Mick Foley, zu Recht in die Hall of Fame aufgenommen worden. Auch wenn Triple H hier hinter den Kulissen kein wirklicher Fan davon war, oder generell von Mick Foley ist. Aber das zeigt vielleicht unter anderem auch, dass Triple H ungerne andere Leute in den Vordergrund stellt, außer sich selbst. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Triple H dann ein großes Ego hat. Dudler war also hier damals sein Gegner. Wie macht er das nur? Bei einem Pay-Per-View, der tatsächlich in England ausgetragen wurde. Wie sind die damals auf diese Idee gekommen? Aber scheinbar war die Arena gefüllt. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Kann sein. No idea. Triple H ist erstmal hier mit einem High Knee gegen Mick Foley und einem schönen DDT. Erstmal hier ein Side Headlock. Und einem schönen Backbreaker. One Night Only. Ja, in ähnlicher Form gab es den Pay-Per-View später nochmal, One Night Stand, der allerdings da an ECW angelegt war, die ja auch von der WWE aufgekauft wurde 2001. Der damalige Owner von ECW, Paul Heyman, ist ja mittlerweile wieder bei der WWE unterwegs als Manager von CM Punk und Brock Lesnar. Ah, du lavitz hier mit einem schönen DDT seinerseits, den wir nicht mehr kontern konnten. Und jetzt noch einen Atomic Drop hinterher. Irish Whip und wieder ein Atomic Drop. Aber jetzt können wir selber kontern. Dude Love ist in der Ecke, schöne Close Line. Und Triple H erstmal hier wieder mit ein paar Fists ins Gesicht von Dude Love. Ja, Paul Heyman hat es ja geschafft, mit CM Punk jetzt wirklich ein Stück Wrestling-Geschichte zu schreiben. CM Punks WWE Title Reign ging ja, ich glaube 450 Tage knapp. Gute 15 Monate. Das ist der längste Title Run seit knapp 25 Jahren. Also das war wirklich schon ein Stück Geschichte, was man da erlebt hatte. Auch zu Recht, CM Punk hat sich's mehr als verdient. Er ist einer der wenigen, der die WWE heute noch sehenswert macht. Und er hat den Titel jetzt an The Rock verloren. Der bei WrestleMania dann zum zweiten Mal in Folge auf John Cena treffen wird um den Titel. Ach scheiße, jetzt muss ich den Pin ausführen, ne? Innerhalb von 10 Sekunden. Boah, ich hoffe, das klappt auch.
Habe ich jetzt nicht nachgedacht und wahrscheinlich den Pedigree zu früh ausgeführt. Ich hoffe, das reicht. One, two, komm schon. Three, ja, Glück gehabt. Ja, die WrestleMania wird, glaube ich, nicht so spannend. Ich meine, Cena gegen Rock ist mehr als vorhersehbar, dass sich da John Cena den Titel holen wird, der jetzt auch den Royal Rumble gewonnen hat. Dann wird es zu einer weiteren Match-Wiederholung kommen zwischen Brock Lesnar und Triple H, weil der Triple H seine Revanche bekommen wird und Brock Lesnar besiegen wird. Undertaker wird nicht auftreten, kein Money in the Bank Match, also ich weiß nicht, ob diese WrestleMania wirklich ein Erfolg wird. Auch der Elimination Chamber Pay-Per-View, der jetzt ansteht am Sonntag, wird wahrscheinlich nicht sehr spannend werden. Ein Elimination Chamber Match nur. Ja. Und das ist nicht mein Titelmatch. Denn der WWE-Titel wird ausgetragen zwischen Punk und The Rock. Werden wir hier sehen, dass wir einen Bonus-Match freigeschaltet haben. In einem Singles-Match und der andere Elimination Chamber, oder das Elimination Chamber Match, das einzigste an diesem Abend, ist dann nur zwischen 6 SmackDown Superstars, die sich darum streiten, wer Number One Contender auf den World Championship bei WrestleMania wird. Also nichts wirklich Sehenswertes. So, wir skippen jetzt aber hier weiter zum vierten Event dieser Storyline. Oder dieses Szenarios rund um die Generation X. Und heute, oder jetzt besser gesagt, sehen wir Shawn Michaels gegen den British Bulldog. 20. September 1997, folgendes Szenario. Shawn Michaels war der erste Grand Slam Champion der WWE, eine Bezeichnung für Superstars, die sämtliche Championships des Unternehmens hielten. Um diesen Titel zu erlangen, musste Michaels den aktuellen European Champion British Bulldog in dessen Heimat bezwingen. Der British Bulldog sollte noch mehr aufs Spiel setzen, indem er dieses Match seiner Familie widmete. Zudem sollte der Ausgang dieses Matches die Fehde zwischen der Click und der Hart Foundation weiter zuspitzen. Matchziele: Gewinne durch Pinfall oder Submission. Historische Bonusziele: Führe einen Sprungangriff vom obersten Seil zur Außenseite des Rings aus. Führe 2 Signature Diving Elbow Drops aus. Führe eine Switching Music aus. Gewinne durch Submission. So, also einiges, was da auf uns zukommt. Shawn Michaels gegen British Bulldog, auch bei One Night Only, um die European Championship, die es so nicht mehr gibt. Wurde eingestampft, auch zu Recht. Früher hatte die WWE viel zu viele Titel. Was einfach A, den Werdetitel schmälert und B, einfach, ja, du hast da keinen Überblick mehr. Was ist jetzt Midcard-Titel? Wie kannst du diesen Titel einordnen? Ist es besser, so wie es jetzt ist? Tag-Team-Titel wurden vereinigt, es gibt keine World-Tag-Team-Championships mehr, es gibt keine WWE-Tag-Team-Champions mehr. Das wurde jetzt alles zu einem, vereinigt zu einem WWE-Tag-Team-Championship. Ebenso wie die Women's-Championship. Fehlt noch, dass die World-Championship vereinigt wird. Ich auch nichts dagegen. Und hier sehen wir British Bulldog, den damaligen amtierenden WWE European Champion. Ja gut, vielleicht haben die es aus marketingstrategischen Gründen diesen Pay-Per-View in England aufgeführt, wegen British Bulldog wahrscheinlich. Der als Steve einfach eine remixte britische Hymne hatte. So, European Championship on the line jetzt bei One Night Only. Auch hier diese Einspieler, original wie damals, nur nicht mit dem originalen Logo, ne? WWF musste natürlich zensiert werden, damals hieß das ja World Wrestling Federation. Wobei sie es mittlerweile wieder sagen und auch zeigen dürfen in alten Clips. Das alte WWF-Logo. Die Umweltorganisation WWF hat sich darauf verständigt, dass die WWE das machen darf. Und das machen die jetzt neuerdings auch wieder. Aber zu Zeiten, als dieses Spiel rausgekommen ist, ist es ein paar Monate her, durfte man das noch nicht. So, jetzt muss ich mir aber hier ein paar Ziele merken. Vielleicht können wir den ersten schon mal ausführen. Sorry, schon, was soll das? Wer hat hier den Finisher? Ich oder er? Er. Okay. Ah, der ist natürlich durch den Heimvorteil motiviert. So, ich versuche jetzt hier schon mal Ziel 1 zu erfüllen. Klasse, das hatten wir schon mal. Schön. Dann jetzt einfach noch 2 Signatures. Shawn Michaels macht hier schon mal den DX-Job. Und geht auf den British Bulldog los. Ich glaube, der dann nach dem Aufkauf von WCW keine große Rolle mehr bei der WWE gespielt hat.
wüsste ich jetzt zumindest nichts davon, dass er da noch großartig mitgesprochen hat. Michaels hier erstmal mit dem Swinging Neckbreaker und Bulldog hat zumindest hier schon mal seinen Finisher verloren. Und wir zeigen hier erstmal diesen Move, wie auch immer man den nennt. Irish Whip in die Seile, Atomic Drop. Elbow wollte Michaels zeigen, ist ihm aber nicht gelungen, aber uns gelingt der Konter. Finger ins Auge und der Swinging Neckbreaker hinterher. Michaels geht aufs Top Rope. Schon ein Knee Drop. So, nochmal hier der Atomic Drop. Und die Clothesline hier, bevor es dann weitergeht. Mit diesem Submission Move. Ja, und Michaels hat es eben bei diesem Pay-Per-View geschafft zum Grand Slam Champion. Er hat jeglichen Titel der WWE schon zum damaligen Zeitpunkt gehalten. Da war er selbst noch wirklich ein junger Superstar. Und das zeigt einfach, wie, ja, was ein großer Superstar das einfach war in der Wrestling-Geschichte. Ja, jetzt hier ein schöner Crossbody-Versuch. Aber nicht gelungen. Das Springboard hier. Erstmal hier Belly-to-Back-Suplex. So, komm schon, aber jetzt. Springboard Crossbody, sehr schön. So, Boulder kommt hat. Und Michael ist jetzt hier mit einem Backbreaker. Wir haben immer noch nicht die Möglichkeit, den Signature auszuführen. Aber jetzt, okay. Bulldog kontert allerdings nochmal kurz davor, bevor er sich in seinem Schicksal stellen darf. Submission Move macht keinen Sinn, schon Michaels ist in den Seilen. Swinging Neckbreaker. So, jetzt geht's auf die Seile an Michaels mit dem Diving Elbow Nummer 1. Switch Music können wir jetzt auch ausführen. Genau, dann ist Ziel Nummer 3 auch schon mal weg. Sweet Chin Music gegen den British Bulldog. Ja, man muss sich mal überlegen, er hat dann vor seiner Heimkulisse den European Championship abgeben müssen. Das gäbe es in der heutigen PG-Era einfach nicht. Schon? Was machst du da? Das gäbe es einfach nicht. Du würdest da den Heimvorteil ausnutzen und den Superhelden da gewinnen lassen. Und das ist die Besonderheit der Attitude-Era. Man hat einfach dieses Superheldenhafte abgelegt, was Vince McMahon auch im ersten Part in diesem Einspieler gesagt hat. Die Zeit der Superhelden ist vorbei. Ja, und was sehen wir heute bei der WWE? Genau das gleiche, was wir vor der Attitude Era gesehen haben. Irgendwelche Wannabe-Superhelden, die den Kiddies irgendwie als Vorbild dienen sollen. Ob das so zeitgemäß ist, ob das realistisch ist, was die Leute eigentlich sehen wollen, man mag es bezweifeln. Und da kommt wieder Triple H. Was will der denn jetzt hier? Da wird Sean wahrscheinlich ein bisschen auf die Sprünge helfen. So ist das damals verlaufen. Beim Pay-Per-View. One Night Only um den European Championship. So. Ja, der Bulldog wehrt sich noch. Er wehrt sich wirklich ziemlich gut, muss man sagen. Aber er ist schon angeschlagen. So, schöner Springboard Crossbody mal wieder. Und ich kann ihn ein Comeback ausführen? Warum das denn? Brauche ich doch gar nicht. Ich will jetzt hier nur mein Signature haben. Um den zweiten Diving Elbow auszuführen. Was man mich jetzt hoffentlich auch endlich mal machen lässt. Oh. Das Comeback ging, glaube ich, wahrscheinlich, um einen Finisher auszuführen. Aber er konnte nicht. Aber ich will keinen Finisher, ich will nur den Signature. Gib mich Signature.
Jetzt habe ich aber viele Moves ausgeführt. Kommt schon, Leute. Oder geht das jetzt wegen des Comebacks wieder von vorne los? Das wäre natürlich AA. Ich gehe mal aufs Top Rope. Triple H fährt sich da an der Seiten. An der Seitenlinie wollte ich schon sagen. Zu FIFA gespielt. Vor dem Ring so ein bisschen durch die Haare, macht gar nichts. Nee, nee, warum auch? So, Atomic Drop. So, aber jetzt lass mich mal hier den Elbow machen. Danke. Ja. Signature, wir dürfen. Sehr schön. Und jetzt nur noch durch Submission gewinnen, Freunde. Ich glaube, der kann hier seinen Figure 4 ausführen, ne? Kann er oder kann er nicht? Kann er nicht? Jetzt hat er mich eingerollt, der Spasti. Aber kein Problem, Kickout. Wie ging das denn nochmal hier mit dem... Ja, das ist ein bisschen Switching Music. Als befreit er sich, beziehungsweise geht aus dem Ring raus, um sich ein bisschen zu erholen, aber das wird ihm alles nicht helfen. Denn wir zeigen jetzt hier den Figure 4. Komm schon. Reicht das? Warum nicht? Schlange. Hör auf, mich schon nicht einzurollen. Ich will jetzt nur noch durch Submission gewinnen und dann ist gut. Nee, kein Elbow. Submission. Er wehrt sich, der Typ. Er wehrt sich, echt. Was machen wir, Freunde? Wie machen wir das? Du sollst nicht so eine Scheiße machen, Sean. Hier, Submission und gut ist. Ja genau, das wollte ich. Hier diese Breaking Point-Anzeige da. Ah, es reicht noch nicht. Er befreit sich noch, der Penner. So. Ja, was machen wir? Wir müssen scheinbar noch einen Finisher zeigen. Bevor wir Bulldog endlich in die Queen Knee zwingen und den European Title gewinnen. So, jetzt vielleicht reicht das jetzt. Komm schon! Schon! Reicht das? Ah, sieht gut aus, oder? Hat er sich befreit? Was macht er denn da? Jetzt aber, oder? Reicht das? Warum nicht? Das gibt's doch nicht, ey. Was ist das für ein zäher Trottel? Na, ob das Match hier irgendwann endet? Vorher war die Leiste doch so gut wie gefüllt. Und jetzt? Jetzt befreit er sich hier wieder so ganz leicht. Das macht doch keinen Sinn. Wo ist die Logik? Ja, hier ist die Leiste viel mehr gefüllt als an den Beinen. Okay, das heißt, wir haben die Midsection ein bisschen mehr geschwächt. Jetzt konnte er sich nur noch in die Seile retten, der Trottel. Ich hoffe, das kann er jetzt nicht. Reicht das? Komm schon. Ah, schon wieder in den Seilen. Mein Gott, ich muss ihn mehr in die Mitte locken. Und jetzt rollt er mich wieder ein. Oh, komm schon, jetzt aber. Oh, mach's doch nicht an den Seilen, Sean. Er schafft's noch in die Seile, ne? Kurz vor der Aufgabe schafft er's noch, ja. So, jetzt sieht's aber gut aus. Jetzt ist er in der Mitte, jetzt kann er nicht mehr flüchten. Das dürfte es gewesen sein. Das ist die European Championship für Shawn Michaels. Und ich hoffe, ich lehne mich da mit dieser Aussage nicht zu weit aus dem Fenster, tue ich aber. Er schafft's in die Seile, ne?
Ja, er schafft's. Meine Fresse, warum? Jetzt reicht's doch aber auch mal, ey. Das müsste doch jetzt... Warum tut sich da nichts mehr an der Anzeige? Jetzt, komm schon! Ja, endlich, ey. Jetzt haben wir den geknackt. Das reicht aber auch. Lang genug, ey. British Bulldog gibt auf. Von HBK ist der European Champion. Ja, es war damals quasi das Pendant zum heutigen United States Championship, der ja ursprünglich bei der WCW gegründet wurde oder eingeführt wurde. Und bei One Not Only ist es HBK gelungen, diesen Titel zu gewinnen und damit Grand Slam Champion zu werden. So, war eine schwierige Geburt, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier auch vom Button Smash ein bisschen... muss ich hier ein bisschen durchatmen. Diese zwei Szenarien habe ich euch in diesem Part gezeigt. Übermorgen geht's dann weiter mit den nächsten beiden höchstwahrscheinlich. So wird das wahrscheinlich immer getimed werden. Wie wir sehen, dauert ungefähr so ein Szenario um die 10 Minuten. Also Freunde, ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann also übermorgen wieder. Macht's gut. Tschüss.